Hallo Leute, und zwar habe ich mir den A8 Desktop 3D Prusa i3 von GeoBest bestellt. Ich habe so ungefähr 135 Euro bezahlt. Jetzt gerade ist er wieder ein bisschen teurer, aber der schwankt immer hin und her. Das Paket war nochmal extra eingewickelt, also ziemlich gut verpackt und war völlig unbeschädigt, bis auf diese paar kleinen Dellen, die hier sind. Und es hat 10 Tage von China hierher nach Deutschland gebraucht, also ziemlich schnell. Der Versandstatus, der war irgendwie nicht aktualisiert worden. Also das lag irgendwie 9 Tage lang in Hongkong und war dann plötzlich hier. Das kann dann natürlich mal passieren, wenn das nicht eingescannt wird. Ich habe das schon mal aufgeschnitten, damit wir das zusammen auspacken können. Ja, also würde ich einfach mal sagen, wir gucken jetzt mal rein. So, die Folie habe ich auch schon mal aufgeschnitten. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Machen wir mal den Deckel erstmal ab. Oh, okay. Da haben wir schon mal einige Teile. Dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier viele Plastikteile. Die sind dann wohl fürs Gehäuse, also fürs Anbringen von vielen Sachen. Legen wir erstmal wieder rein. Dann haben wir hier diese kleinen Transportwagen, die werden auf die Schienen und dann noch ein bisschen Filament, 10 Meter, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber gut, ist jetzt dabei. Hier haben wir das Kabel mit dem EU-Stecker, mit Erde, Plus und Minus und Schrauben, Massen an Schrauben, die wir natürlich brauchen, um alles zusammenzusetzen. Die nehmen wir auch erstmal wieder raus hier. Dass wir sozusagen erstmal alles beiseite packen, damit wir vorankommen. Die Transportwagen, auf denen dann das Druckbett geschraubt wird, legen wir auch mal beiseite. Okay. Und der letzte weg. Dann haben wir hier den Wagen, also sozusagen da, wo das Druckbett draufgeschraubt wird, ein Transportwagen, eine Übersichtskarte über das beiliegende Motherboard, welcher Anschluss wo ist, was was bedeutet, wo etwas angeschlossen wird. Unten ist es auf Russisch und auf Englisch. Auf der Rückseite haben wir ein paar Links auf Videos, wie man zusammenbaut. Und erster und zweiter Step sozusagen und dann noch Debugging-Video, also sozusagen zum Schluss die Anschlüsse alle machen und wie ich alles einstelle. Die Videos finden wir auch alle auf der SD-Karte, die irgendwo drin liegt, und dann machen wir mal weiter. Das ist jetzt das Heizbett, wie man sieht, mit dem Anschluss unten. Auf der Oberseite wurde schon was beklebt für den ersten Druck, damit es besser haftet, mit Kreppband. Da solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal eine Rolle dazu kaufen. Als nächstes haben wir hier ein paar Endstops, also wo der Druckkopf gegenfährt und dann weiß er, dass er nicht weiterfahren soll. Weitere Kabel zum Anschluss der Motoren wahrscheinlich. Ein Schraubenzieher, ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Einen kleinen Seitenschneider. Und nochmal einen kleinen Schraubenzieher. Und weiteres Werkzeug, was wir für den Zusammenbau benötigen. Dann nehmen wir mal die erste Ebene raus. Sitzt ein bisschen fest, wie wir sehen. Aber langsam lockert es sich. Okay. Na? Okay, jetzt ist es raus. Gut, dann haben wir hier die nächsten Sachen. Fangen wir mal an mit dem Display. Dann haben wir hier das Motherboard, was wir vorher schon auf dem Zettel gesehen haben. Hier ein USB-Stick mit SD-Karte drin. Da sind die Videos dann drauf. Außerdem haben wir hier
Zahnriemen für den Transport, also sozusagen, dass die Motoren hoch und runter den Kopf transportieren, das Druckbett hinterher transportieren. Ein USB-Kabel zum Anschluss des Druckers an den PC. Und zwei Lüfter. Das ist dann das Druckgestell selbst, also die beiden Seitenteile, die hohen. Alles natürlich noch mit Folie überzogen, um sozusagen den schwarzen Acryl zu schützen. Das sind jetzt viele kleine Teile. Die beiden größeren sind eine Halterung für die Filamentrolle, wenn man die noch zusammenbauen möchte, sowas nicht hat. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Ebene. Jetzt müssen wir die Folie noch mal ein bisschen beiseite packen, dass wir es auch rauskriegen. Okay. In der nächsten Ebene haben wir hier den Druckkopf selbst mit dem Motor, der das Filament transportiert. Dann haben wir vier Motoren, alle Step-Motoren. Wir haben sozusagen Kabelumwickler, um die Kabel alle zu sortieren, dass sie nicht alle frei rumfliegen. Das sind hier Stangen, Gewindestangen und Stangen ohne Gewinde. Die Schlitten, die den Druckkopf hoch und runter transportieren. Noch ein Lüfter. Das ist sozusagen der Lüfter, der das Druckstück betreut, also sozusagen belüftet, damit es trocknet. Da ist das Netzteil drin, sehr wahrscheinlich. Ja, genau, wie ihr seht, das Netzteil. Weitere Plastikteile liegen noch darunter, die nehme ich jetzt hier nicht extra raus. Wir gucken noch mal unter, ob es das war. Ja, da ist nichts mehr unter. Dann können wir die Folie einmal entfernen. Dann ist die auch weg. So. Und dann nehmen wir auch gleich den Karton noch weg. Weil warum sollen wir es wieder in den Karton reinpacken? Okay. Dann stellen wir das hier einmal hin, packen das Netzteil wieder ein. Und die nächste Ebene packen wir auch einmal alles wieder rein. Die beiden Seitenteile vom Druckgestell, die kleineren Teile die Kabelumwickler, mir fällt der Name einfach nicht ein. Display, Motherboard. Und auch einmal oben drauf. Nächste Ebene. Packen wir jetzt die kleinen Schlitten, die Transportschlitten für das Druckbett wieder ein. Die Lüfter. Kabel können wir da oben noch mit reinpacken. Das EU-Kabel, das Heizbett, die Unterlage unterm Heizbett, das USB-Kabel, den Zahnriemen und das Blatt zum Motherboard sowie die Schrauben und weitere kleinere Teile. Okay, dann haben wir alles wieder einsortiert. Dann sind wir auch schon mal auf der richtigen Seite, dass nicht alles wegkommt. Das Werkzeug kommt noch rauf und dann haben wir den Punkt erledigt. So, ich habe mir jetzt mal den Inhalt vom USB-Stick angeguckt. Ist recht ausgiebig. Ich werde euch mal kurz erzählen am Ende des Unboxings, bevor ich das Ding zusammenbaue, was da drauf ist. Also da sind mehrere Ordner drauf. Im ersten Ordner ist einmal eine PDF-Beschreibung, wie man ihn zusammenbaut, schrittweise.
dann sozusagen, wie man druckt, eine Beschreibung und noch ein Troubleshooting, also wenn ihr Probleme habt, Erklärung, alles auf Englisch. Dann haben wir zwei Ordner, einmal mit STL-Files und G-Code-Files, also Beispieldateien für den Drucktest. Dann haben wir als Software einmal Revitierhost oder Cura drauf, sowie die Treiber für das Motherboard. Und wir haben sozusagen noch ein deutsches Bild vom Motherboard, also wo in Deutsch geschrieben ist, was was ist. Auf Russisch gibt es das auch noch, auf Englisch auch. Und wir haben eine kurze nochmal ein Inhaltsverzeichnis, um zu prüfen, ob alles da ist. Und wir haben Verlinkungen auf YouTube-Videos. Das erste Video ist ein Video, das wie man sozusagen die ganze Elektronik testet, ob alles funktioniert. Und dann gibt es zwei Videos für den Zusammenbau und noch ein weiteres Video für die Einrichtung. Und ja, damit werden wir uns dann aber erst beim Zusammenbau beschäftigen. Okay, das war es jetzt mit dem Unboxing. Und dann sehen wir uns beim Zusammenbau wieder. Das kann jetzt ein paar Tage dauern, denke ich mal, bis ich da Videos hochlade. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Okay, tschüss.